Wenn heute Bundestagswahl wäre, meine Damen und Herren, wäre die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland, die AfD, die drittstärkste Kraft im Bundestag. Die drittstärkste. Vor den Grünen, vor der Linkspartei, vor der FDP käme die AfD auf 12%. 12% für die AfD. Nur mal ganz kurz für alle eurokritischen AfD-Wähler umgerechnet. 12% sind 24 D-Mark. Und alle sind in heller Aufregung. Alle Leute sind komplett aufgeregt. Eine rechtsextreme populistische Partei kommt auf 12% in Gesamtdeutschland. Was jetzt? Darf man die ARD jetzt noch in Talk? Darf man die AfD jetzt noch in Talk? Darf man die AfD jetzt noch in Talkshows einladen? Soll man die AfD komplett ignorieren? Oder hält unsere Demokratie das überhaupt aus, dass die AfD 12% hat? Was machen wir denn jetzt? Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Erstmal tief durchatmen. Wenn wir eins gelernt haben, Deutschland ist schlau. Wir haben keine Angst. Genau. Wir lernen von der AfD. Denn wenn es die AfD schafft, dann kann es wirklich, ehrlich gesagt, jeder schaffen. Sogar Sie. Sogar du vor dem Fernseher. Hose zu. Hallo, aufwachen. Das ist jetzt wichtig. Auch du, auch Sie können Berufspolitiker werden. Es winken viele tausend Euro in bar. Die Alternative für Deutschland war gestern, meine Damen und Herren. Wir präsentieren Ihnen jetzt die Alternative zur Alternative für Deutschland. Und die heißt... Herzlich willkommen bei Du für Deutschland. Und es ist ganz einfach, ganz nach oben zu kommen politisch. Der Schlüssel zum Erfolg heißt Angst. 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 Machen Sie den Deutschen Angst. Angst davor, dass Deutschland kaputt geht. Den Grund können Sie sich eigentlich ausdenken, was auch immer Ihnen persönlich Angst macht. Keine Ahnung, Frauen mit Kurzhaarfrisuren oder Musik von Rayman oder Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Deutsche haben Angst davor, dass Deutschland kaputt gemacht wird, was auch immer das heißt. Wenn unser eigenes Land hier kaputt gemacht wird und diese dämliche Merkel ja nur was für die Flüchtlinge macht, die hier anmarschiert kommen, die kriegen ein 4-Sterne-Hotel, die kriegen ein 5-Sterne-Menü auf dem Tablett serviert und die Obdachlosen, die kriegen gar nichts. So, und wenn es nicht bald aufhört, werde ich amok laufen. Meine Damen und Herren, wenn Sie erfolgreich werden politisch, wenn Sie erfolgreich werden wollen, müssen Sie natürlich ein kleines bisschen seriöser rüberkommen als diese beiden Damen. Obwohl, wenn Günther Jauch noch senden würde, würden die am Sonntag nach dem Tatort auf dem Sofa sitzen wahrscheinlich. Ganz wichtig. Die deutschen Hildenschwestern. Ganz wichtig. Schneiden Sie sich, bevor Sie öffentlich was sagen, zuerst die Haare, rasieren Sie sich, werfen sich einen Sakko über. Und was Sie dann erzählen, ist scheißegal. Der Blödsinn, den Sie erzählen, darf genau der gleiche sein. Die Erfahrung lehrt uns, dass es einen Unterschied macht, ob wir 1000 Franzosen nach Deutschland lassen oder 1000 Marokkaner. Aber Moment mal, die Erfahrung lehrt mich, wenn jetzt 1000 Marokkaner über die Grenze zu uns kommen, dann kommt höchstens vielleicht ein bisschen Bewegung in den Falafelmarkt in Köln-Ehrenfeld. Ja. Aber erfahrungsgemäß, also als wir das letzte Mal 1000 Franzosen über die Grenze nach Deutschland gelassen haben, haben wir halb Südwestdeutschland verloren und ein Fünftel von Berlin. Den Franzosen ist nicht zu trauen, ehrlich. Ja. Markus Pretzels Erfahrung lehrt uns also, Sie können eigentlich öffentlich kompletten Bullshit erzählen. Die Menschen müssen einfach nur Angst davor haben, dass Deutschland kaputt geht. Und deswegen, meine Damen und Herren, machen Sie mit. Unser Erfolgsprogramm ganz nach oben. Beachten Sie diese vier einfachen Steps zum politischen Erfolg. Der erste Step, vergessen Sie Ihr Gehirn. Alle Fakten müssen direkt aus dem Bauch kommen. Denn auch Ihr Volk denkt mit dem Bauch. Aber was ist eigentlich nochmal Ihr Volk? Das hier. Die kriegen ein 4-Sterne-Hotel, die kriegen ein 5-Sterne-Menü auf dem Tablett serviert und die Obdachlosen, die kriegen gar nichts. Diese tapferen, besorgten volksdeutschen Frauen, das ist ihre Basis. Vergessen Sie also bitte Wikipedia, ist alles viel zu verkopft. Sie benutzen ab sofort nur noch Bauchipedia. Bauchipedia haben Sie immer mit dabei. Bauchipedia hat immer recht. Bauchipedia ist immer an, braucht auch keinen Strom. Denn Ihr Volk will keine Fakten. Das Volk will, dass das, was ihm Angst macht, ganz schnell aufhört. Egal was es ist. Gewitter, Wespen, Fernsehsendung mit Johannes B. Kerner oder diese verdammte Willkommenskultur. Die sogenannte Willkommenskultur wird zum 11. göttlichen Gebot stilisiert. Wer das hinterfragt und wer darauf zu sprechen kommt, dass nur ca. 2% der Menschen, die in unser Land strömen, tatsächlich politisch verfolgt sind. Na, ganz kurz mal, stopp. Nur 2% der Menschen, die nach Deutschland strömen, sind tatsächlich
politisch verfolgt, sagt seine Bauchipedia. Da denke ich doch jetzt als ängstlicher Bürger, dass 98% aller Flüchtlinge zu Unrecht bei uns sind, weil sie nicht politisch verfolgt werden. Was in seiner Bauchipedia aber nicht steht, weil es auch zu kompliziert ist für Deutsche, die Angst haben. Das besorgte Volk muss sich auch an das Völkerrecht halten. Genauso wie an das Grundgesetz. Und wenn man die nach Völkerrecht wegen ihrer Rasse, Religion oder ihrer politischen Gesinnung verfolgen dazurechnet, kommt man nicht auf 2% anerkannter Flüchtlinge, sondern auf 48,5% im gesamten Jahr 2015. Oder noch aktueller, 63,1% im Januar 2016. Das Bundesamt für Migration sagt, dass nicht 2%, wie Bauchipedia es sagt, sondern 63,1% der Menschen, die noch zu uns kommen, nach Genfer Menschenrechts- und Flüchtlingskonvention bei uns bleiben dürfen. Diese verdammten Fakten aber auch. Egal, Fakten sind egal. Machen Sie es wie die AfD. Fakten müssen nicht stimmen. Es reicht völlig, wenn Sie meinen, dass sie stimmen. Und meinen wird man in Deutschland ja wohl noch dürfen, was man will. Wir haben schließlich Meinungsfreiheit. Aber halt, was ist Meinungsfreiheit? Ihr Step 2 zum Erfolg. Meinungsfreiheit herrscht nur, wenn dir keiner widerspricht. Wer ihren Blödsinn also nicht glaubt, wer nicht glaubt, was sie sagen, der ist ihr Feind. Wer recherchiert, unterdrückt ihre Meinung. Wer was gegen sie sagt, der ist ein Fakten-Nazi. Ach, lassen Sie das Fakten gleich weg, der ist ein Nazi. Der wird fertig gemacht, und zwar AfD-Style, mit rumheulen und beschimpfen. Lügenpresse. Gleichgerichteten Mainstream-Presse. Pinocchio-Presse. Willkommensbesoffenen Allparteienkoalition. Kuscheltierwerfer. Gutmensch. Grundrechtsschänder. Frau Merkel hat die Meise. Deutschland abschaffen. Alternative für Deutschland. Merkel muss weg. Und sollte es jetzt immer noch Leute geben, die keine Angst vor ihn haben, dann sind das wahrscheinlich angstresistente Wahrheitsskeptiker oder volkszersetzende Gehirnbenutzer. Aber auch die zwingen sie noch in die Knie mit unserem Step 3 zum Erfolg. Benutzen Sie Fragezeichen. Use question marks. Richtig gehört. Sie können sagen, was Sie wollen, wenn Sie am Ende des Satzes ein Fragezeichen setzen. Verpacken Sie ausländerfeindlichen Unsinn einfach in harmlose Fragen. Stellen Sie einfach Fragen. Je dümmer die Frage, desto besser. Zum Beispiel diese hier. Vor wenigen Tagen auf der AfD-Homepage. Scheinbar eine einfache Frage. Kommt die Migrantenquote für deutsche Nationalmannschaften? Und scheinbar für jeden normalen Menschen eine einfache Antwort. Natürlich nicht. Nee. Aber Momentchen mal. Das ist eine Frage. Das regt zum Nachdenken an. Was wenn doch? Was bedeutet eine Migrantenquote für unsere deutsche Fußball-Weltmeistermannschaft von 2014, bei der von 23 Spielern 6 Migranten waren? Das wäre ja eine Migrantenquote von 26%. Ist diese Migrantenquote jetzt zu hoch oder zu niedrig? Und sind wir trotz oder wegen der Migrantenquote Weltmeister geworden? Und aus welchem Land kommt eigentlich Mario Götze? Diese Fragen verunsichern. Ich bin so verunsichert. Ich habe einfach nur Angst. Ich habe einfach nur Angst, dass Deutschland kaputt geht. Ich bin nicht nur ängstlich, ich bin auch richtig sauer. Ich bin richtig sauer, dass niemand was tut. Wo ist denn die Kanzlerin? Wann tut denn endlich mal einer was? Hä? Wo seid ihr denn jetzt? Hä? Kanzlerin, schon mal was zu Köln gesagt, zu Berlin gesagt, zu Stuttgart gesagt? Hä? Und zu den anderen Orten, wo ihr Treibjagd auf Frauen veranstaltet wurde? Hä? Dazu mal was erzählt, staatstragende Ansprache, das Maul aufgerissen im Fernsehen. Das wäre nämlich die Aufgabe einer Bundeskanzlerin. Und wo ist der Herr Gauck, der sonst zu jedem direkt seinen ungewaschenen Mund aufreißt? Wo ist der denn jetzt? Wahnsinn. Also ich meine, er ist ja wahnsinnig toll integriert, aber Bushido ist alt geworden, ehrlich. Ja. Sie fragen sich sicherlich, warum zeige ich Ihnen das? Warum zeige ich Ihnen das? Warum zeige ich Ihnen hier dieses Video von verrückten Weihnachtsmann? Es geht natürlich um den wichtigsten aller Steps. Step Nummer 4. Ihr Step Nummer 4 zum Erfolg. Der ist wirklich wichtig. Das Internet ist dein Freund. The Internet is your friend. Das Internet ist die Straße des 21. Jahrhunderts. Und wer Deutschland Angst machen möchte, muss das im Internet machen. Weil da keine andere Partei Ahnung hat, wie das geht. Und vor allen Dingen ist da das Volk. Ganz wichtig allerdings, dass Sie im Internet den richtigen Ton treffen. Vor allem bleiben Sie sachlich. Wie wäre es denn, liebe Frau Rekers, wenn man hinginge und diesem Dreckspöbel, den wir da gesehen haben, mal einen Knüppel auf den Kopf schlägt und dann ihm mal genau erklärt, wie unsere Regeln hier sind? Dann könnte man sagen, warum zeigt er jetzt hier im Fernsehen ein Video von einem verrückten alten Mann, der in die Kamera brüllt? Nun ja,
Dieser alte Mann hat 18.000 Klicks, 18.000 Views. Das ist also umgerechnet in Größen, die wir Deutschen verstehen, der Sportpalast in Berlin von 1943 mal zwei. Randvoll besetzt. Da sind die Leute, meine Damen und Herren, die Ihnen zuhören. Im Internet. Das ist Ihre Basis. Da sind die Wählerstimmen, die zählen. Darf ich Ihnen zum Beispiel Stefanie Schulz vorstellen? Augenbrauenmodell und Volkskommentatorin des rechtsextremen Magazins Kompakt. Auch toll. Pack auf Armlänge Abstand, Frau Reker. Wie bescheuert und degeneriert sind Sie eigentlich in Ihrer Scheißrechtsbirne? 132.000 Volksgenossen waren schon dabei bei Stefanie. Das sind ungefähr so viele wie bei einer Rede vom Führer auf dem Reichsparteitag in Nürnberg. Nur mit schöneren Augenbrauen. Das Internet ist dein Freund. Das Internet ist dein Freund. Da müssen Sie hin. Egal, was Sie erzählen, tun Sie es im Internet. Und andere Parteien, wie gesagt, müssen Sie im Internet nicht fürchten. Für die ist das nämlich Neuland. Und keine Angst vor der Polizei, falls Sie ab und zu mal schwupps mit der Maus ausrutschen oder nicht genau wissen, was der feine Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Volksverhetzung ist. Sorgen Sie sich nicht um die Polizei. Hier stellt sich das Internetkompetenzteam der deutschen Strafverfolgungsbehörden mal ganz kurz Ihnen mit einem fetzigen Imagefilm selber vor. Jetzt haben Sie alles, was Sie brauchen, um richtig durchzustarten. Wenn die AfD es kann, dann kann es jeder. Kommen Sie ran, machen Sie mit, kommen Sie ran an die Fleischtöpfe der Macht. Die Alternative für Deutschland war gestern Arsch hoch, meine Damen und Herren. Jetzt heißt es... Du für Deutschland!